Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Video mit Champions of Regnum. Aber nicht so über Champions of Regnum. Es sind momentan auch nicht so viele da. Ich werde einfach so ein bisschen einen Rundgang machen. Ich gehe mal kurz auf den Vulkan hoch, damit wir da ein bisschen besser reden können. So, erstens, ja, es gibt in Champions of Regnum jetzt nicht so viel zu berichten. Das EXP 150%, da habe ich ja ist ein bisschen falsch gesagt. Es ist plus 150 und nicht nur 150% von 100. Und deshalb haben wir 250% gehabt. Und das habe ich ausgenutzt, bin Level 60 geworden. Also herzlichen Glückwunsch, Dragobas. Du bist endlich nach 8 Jahren Let's Play und Streaming mit 3 Accounts immer wieder verloren gegangen. Endlich mal Level 60 wieder geworden. Ich war ja schon zweimal Level 60 und einmal Level 59. Und oh Gott, war das lang. Okay, das reicht jetzt, Drago. Fertig jetzt. Hallo, halt die Fresse, sonst gibt es eins auf die Fresse. Nein. Genau. Ja, ich mache ab jetzt Livestreams in der Freiheit, außerhalb vom PC. Ich habe ein Abo gekauft, ich habe ein Handy gekauft. Und also das ist das Galaxy Note 10 Plus und das ist das Samsung Galaxy S23 Ultra. Und das habe ich jetzt bestellt, das bekomme ich über am 1. April. Und genau, mit dem kann ich schon mal live streamen. Ich werde aber eine GoPro, ich habe eine GoPro von letztes Jahr, ich glaube die Nummer 5 oder so, GoPro 5 Black oder so. Und die werde ich für den Sport einsetzen. Ich weiß nicht, wie ich dann unbedingt reisen kann. Ich werde mir noch einen Gürtel oder so kaufen, eine Brusthalterung oder eine Kopfhalterung. Und dann werde ich vielleicht mit euch Fußball spielen und viel reisen. Jo. Ich will unbedingt mehr rauskommen, oder? Ich will für euch auch live irgendwelche Umfragen, Menschenbefragungen, wenn sie wollen, oder irgendwas erleben. Zum Beispiel in den Zoo gehen oder in ein Museum gehen. Und wenn ihr da Lust habt, dürft ihr gerne dabei sein. Ich werde das auf Twitch machen eventuell oder auf YouTube. Ich würde es gerne auf YouTube machen, aber da muss ich natürlich auch einen besseren Livestreaming haben. Der auf YouTube ist mir irgendwie nicht so tolle Gehör. So, wir gehen jetzt hier oben durch und schauen uns noch ein bisschen die Aussicht an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine CFG resettet wurde. Ich habe nicht mehr so schöne Sichtweite. Ja, das wurde resettet irgendwie. Weiß es noch nicht wieso. Aber das wurde resettet. Ich muss die CFG mal nochmal so ein bisschen erhöhen. Das ist übrigens die Grafikeinstellung, die INI-Datei. Die, weiß nicht wie sie heißt. Settings CFG oder so. Die könnt ihr erhöhen, wenn ihr ja natürlich noch einen besseren PC habt als von 2007, wo das Spiel ungefähr rauskam. Ich glaube, es kam im Dezember 2006 raus oder so. Oder im März 2007. Irgendwie so etwas. Auf jeden Fall war ich damals dabei. Hab's schon gemerkt, dass das Spiel nicht so mega erfolgreich wird. Aber ich hätte nie gedacht, dass das jetzt 16 Jahre alt wird, das Spiel. Und immer noch so gut läuft. Respekt an die Entwickler und auch an die Spieler. Respekt an die treuen Fans von Champions of Regnum. Und auch Respekt an meine Zuschauer. Natürlich, die nicht Champions of Regnum spielen. Genau, es ist wirklich jetzt momentan nichts los. Es ist 12 Uhr. Nein, 13.02 Uhr. Und es ist einfach noch nichts los. Es ist immer am Abend so zwischen 18 und 20 Uhr viel los. Oh, Imperial Castle eingenommen. Gehen wir gleich mal hin. Und jo, ich freue mich echt riesig, einfach noch sozial zu werden, noch mehr euch auch einzubinden, wenn ihr es wollt. Auch die Real-Life-Menschen befragen und so weiter. Ich könnte Challenges machen, ich könnte irgendwie Rollen spielen über Champions of Regnum im Real-Life oder so. Ich werde alle mit Magie töten oder so. Nein, ich werde ein Schild kaufen. Ich werde mir ein Schild kaufen, ein Schwert und Spieleritter.
was ihr wollt. Bitte schreibt mal in die Kommentare, was ihr so wollt, was ihr genau sehen wollt. Und natürlich werde ich auch schauen, dass ich wieder mehr Videos hochlade. Weil YouTube geht gut, Twitch geht irgendwie nicht so gut. Kommt mal auf twitch.tv/dragobasler, bitte. Bitte, bitte, bitte. Aber ja, ich bettle euch nur an, ihr müsst es nicht unbedingt machen. Ich zwinge euch zu nichts. Und wenn ihr trotzdem mich zwingen lässt, dann habe ich halt noch ein bisschen mehr Profit. Aber ihr wisst ja, ich verdiene sonst nichts. Oh, okay, nur er. Dann gehe ich mal mit mir mit. Dann reiten wir noch ein bisschen mit Fenral. Was? Isaac. Isaac Newton. Mit einem Forscher. Der hat irgendwie Elektro. Der hat, glaube ich, die Bestandteile Atome und so entdeckt. Newton hat Glühbirnen gemacht. Nein, weiß es nicht mehr genau. Ist schon sehr lange her. Die Leute, die befragen mich für so Sachen und ich habe schon seit 20 Jahren nicht mehr so Schule gehabt. Ich weiß es doch nicht mehr. Der Drago ist unschuldig. Bitte nicht so böse sein. Nicht so viel verlangen von mir. Böse seid ihr nie. Ihr seid nie böse. Weil ich bin nett. Ich habe so eine nette Art und trotzdem bin ich manchmal nicht so, bin ich eher so ein bisschen einer, der jetzt nicht unbedingt nett sein will, aber ich muss. Ich muss doch nett sein. Jetzt tut er nicht mehr nie einnehmen, oder? Er alleine? Respekt. Ja, der ist halt Baba. Ich kann ihm ja jetzt mal kurz helfen. Dann mache ich halt noch ein längeres Video, aber ich wollte eigentlich nur 2 Minuten oder so kurz die Landschaft entdecken, aber es geht halt auch ein bisschen länger. Oh, ist gerade der rote Sonnenuntergang irgendwie. Oder ist es Sonnenaufgang, der rote? Ist Sonnenaufgang, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was für Zeit ist hier in Game. Ja, eine Endgame-Uhr wäre cool. Nicht nur eine, ja, 9 Minuten schon Online-Uhr. Ja, Champions of Recon könnte so gut werden, wenn die Entwickler auch ein bisschen mehr entwickeln würden. Ich könnte ja das ein bisschen beschleunigen dann, wenn ich ein bisschen berühmter werde. Da könnt ihr mir gerne helfen, berühmter zu werden. Und ja, der sammelt einfach jetzt ein bisschen Loot ein. Ich weiß ja nicht, ob es klappt, aber ich glaube, es klappt eher nicht. Ich bin halt nicht so gut, lieber Babar. Ich habe noch nicht so gutes Equip. Ja, sammle mal alles ein. Ich gehe mal kurz hin und schaue mir mal. Nein, ich gehe nicht hin. Ich folge ihm. Ah ja, hier sind ja auch noch diese. Ich könnte mal diese Zombies ein bisschen jagen, aber die geben halt nur Loot fürs Crafting. Die Köpfe, glaube ich. Aber irgendwie kann ich mal einen Livestream machen, wo ich einfach ein paar Monster kloppe. Mal schauen, wie sie Loot geben. Und ich kann mich mal kurz für den Dungeon registrieren, aber das geht ja meistens nicht. Ich mache immer alle. Ja, du hast dich. Ja. Sie. Du. Nervensäge. Wieso ist sie ein Dunkelelf? Also, das kann man ja eigentlich wählen. Man kann ja das Team wechseln, also das Reich wechseln. Aber wieso sind eigentlich so viele Dunkelelfen bei Alsius? Ja. Oh, das geht nie. Ja. Es ist halt eine kleine Belagerung von einem Fort, aber irgendwie ist es cool. Sie macht einfach alles allein. Das war in Valhalla ja auch immer wieder so, als ich in Ignis war. Wir Ignis haben einfach alles alleine gemacht oder zu zweit. Das war cool damals. Ich war natürlich nur Level 50 oder 51, glaube ich, dann. Und dann wurde ja der Ding gemacht von Valhalla. Auf Rat, nein, noch früher, wo Ding war, wie heißt er? Gamigo. Bankrott ging und alles rüberging, habe ich den Account dann verloren. Das habe ich ja dann auch gesagt in einer der neuesten Staffeln vom Let's Play, dass der Account nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr einloggen, das war wahrscheinlich der Account ganz weg. Oder gehackt worden dann. Ich denke, Gamigo hat meinen Account gelassen.
Also da mitgenommen. Tja. Ja, ist gut. Was macht die jetzt? Die ist besoffen. Gehst du hoch, erobern? Ich komme mit. Ja. Ich denke mir immer, die Spieler sind Bots. Die machen einfach nur irgendwie komische Sachen. Aber sonst räumen sie einfach auf. Ah, sie geht wieder runter. Typisch. Es sind Bots. Viele schnelle, schlimme Bots. Ja, sie agieren nicht so menschlich manchmal. Also die ist wahrscheinlich Engländerin, also Englisch. Oder auch Deutsch, Deutsch. Spanisch, aber ich denke immer so, die Deutschen sind immer die, die am sozialsten sind und irgendwie am normalsten machen. Aber es ist nur der Eindruck. Es kann auch ein Abdruck sein oder ein Ausdruck, aber es ist nur der Eindruck. Ja. Die hatten den Warmaster Pferd, glaube ich. Und das kostet halt sehr viel. Das kostet, glaube ich, 200.000 Warmaster Coins. Und nein, 60, glaube ich nur. Aber trotzdem, es ist. Ich weiß nicht, ob es worth ist, wenn man halt viel spielt. Aber ich muss ja noch die anderen Sachen, damit ich Warmaster habe, noch zuerst kaufen. Jo. Ich bin sein ihr Schoßhund. Ich muss das wirklich immer noch sie sagen. Man sieht halt meistens nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Das muss man immer so ein bisschen detailliert anschauen. Aber das ist eine Sie, das sieht man halt. Ja, jetzt schon, wenn das Ding da ist. Aber das ist scheinbar von Nvidia, dass manchmal die Sachen schwarz werden. Und zum Beispiel bei Argusbog hat man ja auch die Kiste schwarz ab und zu und der Teppich unten. Das ist irgendwie ein Problem, was nie gefixt wird von Nvidia. Weil der Entwickler einfach zu klein ist, oder? Also da passiert einfach gar nie etwas. Ist schade, aber ich mag es irgendwie, wenn manchmal etwas schwarz ist. Zum Beispiel mein Schild wird auch manchmal schwarz, das neue glaube ich nicht mehr. Und so Sachen. Jo. Also, wir haben erst 12 Minuten. Okay, ich mache noch 3, 4 Minuten, bis wir das Summer vielleicht einnehmen. Jo. Ich finde es ziemlich cool, dass hier heute, ja, wieder so ist. Boah, jetzt dachte ich schon, ich hätte sie verloren wegen einem Leck oder so. Dass sie plötzlich irgendwo anders ist. Also, wir gehen jetzt mal hier hin, genau. Ich finde es aber auch cool, dass man halt auch mit wenig Spielen noch viel machen kann. Nur sammle die Knochen ein. Ich brauche die Sachen noch nicht und nicht viel. Da ist ein blaues Pferd gewesen, ein altes blaues Pferd. Ding. Alastor. Aber ihr wisst ja, ich tue mich nicht gerne verraten, dass ich Alse bin. Die Leute sollen mich anklicken und dann merken, oh, das ist ein Alse. Und dann fliehen in Furcht und oh. Ja, da. Es leckt halt ein bisschen. Ackerstein hat er auch eingesammelt. Watzlaw Steinhaut, ein Deutscher? Ein Deutscher? Schreibt mal in die Kommentare, wer ihr so seid. Mich interessiert das ein bisschen. Ja. Hey yo. Also eben, ich habe ein neues Handy gekauft, ein neues Abo und die GoPro kann ich jetzt auch mal wieder ausbuddeln. Die habe ich irgendwo in Kisten verscharrt. Und das ging einfach nicht, weil ich ein Abo hatte ohne WLAN. Und die App hat damals ein bisschen gesponnen von GoPro. Es hatte immer so komisch geleckt. Ich konnte keine Videos machen. Und das kann ich jetzt. Ich habe ein L gekauft, das ist ein Large Abo, das ist noch besser. Und da kann ich gute Livestreams machen, denke ich mal. Ja. Okay. Oh, noch mehr Knochen. Ja, nehmt die Knochen mit, damit sie nicht herumliegen. Bitte, bitte. Nehmt sie mit. Ich mag Knochen nicht auf dem Boden. Nein, ich mag Knochen am Boden, weil sie Deko sind. Regnum hat halt nicht so viel Dekos.
Ich sammle sie nicht ein. Also, ich bekomme ja von den Spielen schon genug über, weil ich ja nicht so krafte. Ich habe, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, Knochen habe ich ungefähr so 500 Stück im Lager. Kommst du jetzt, du Kleiner? Da. Da. Sie ploppt auf. Und Kleiner. Was ist Watzlaw? Männlich oder weiblich? Ja, ist männlich. Aber ich bin der Kleine. Ah je. Yeah. Jo, wenn man halt noch ein bisschen detailliert und schärfer sehen könnte, ein bisschen weiter sehen könnte, dann müsste man nicht immer raten, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Oder ein Zwischending. Oder ein ganz, etwas Nichts oder ein Ganzes. Ein und halb und zweieinhalb. Ja, zweieinhalb ist nicht so gut. Ich weiß es ja nicht. Aber es gibt ja noch so andere Sachen. Zum Beispiel hetero. Nein, hetero ist zusammen. Nein, hetero ist, wenn man beide Geschlechter mag. Und sonst, ja, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so. Also was ich habe, ist Lust auf eine Frau. Mehr nicht. Oder habe ich Lust auf eine... auf einen Heterosexuellen? Nein. Hey Leutchen, ihr sammelt viel zu viel Mist ein. Lasst ihn da. Das ist schöne Deko. Ich verbiete es, eure Schätze anzusammeln. Kämpft mehr gegen Monster, die fühlen sich einsam. Jo, es ist ziemlich cool, es ist halt langweilig jetzt gerade. Ich werde langsam aber das Video vielleicht beenden, aber ich möchte unbedingt dieses Schloss nochmals einnehmen. Das Schloss von Ephraim. Ein Ephes Elias. Ephraim ist es. Ephraim ist irgendwo etwas anders. Oh. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr hier, weil alles das einfach zu schwach war, um hier irgendwie viel zu machen. Oder? Ich war nur in Herb und in Ding. Alastor. Ah, ich kenne die Namen echt nicht mehr. Ich bin nicht mehr so. Algaros, genau. Alastor ist ja der Drache. Ich bin völlig aus dem. Ich spiele so viele Spiele, ich kann da nicht den Regnum die ganze Zeit alles wissen. Und ja, ich bekomme viel Kritik über, weil ich nicht gut spiele oder also weil ich nicht viel weiß. Aber wie soll ich viel wissen, wenn ich halt nur ab und zu halt Livestream und ab und zu ein Video mache? Da kann ich natürlich auch nicht alles wissen und ich bin sowieso bei Namen manchmal echt verwirrt. Ich bin einfach nicht jener, der so komplizierte Namen immer rausholen kann aus dem Kopf. Ja, also tut mir leid, wenn ich da ein bisschen schwer mich tue. Ich dürfte mich immer wieder verbessern, aber ihr solltet mich nicht so kritisieren. Das ist nicht mehr meines würdig. Ich bin euch dann unwürdig oder so. Ja, es ist halt schwer. Und was kann man machen? Brötchen backen. Es reimt sich einfach nicht. Ich tue die einfach immer wieder anschreien. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Aber ja, kennt es sich. Immer schön lustig sein. Lustig, lustig. Tralalala. Wieso? Wir werden das sowas von einnehmen. Ihr habt keine Chance. Ja. Wenn ihr da nichts macht. Macht mal Schaden. Es sind doch beide. Nein, es ist ein Ritter. Okay. Es ist ein Ritter. Wieso? Der Ritter muss halt immer tanken. Aber er könnte das besser machen. Er hat doch viel besseres Equip. Wieso ist das Tor so ausgebaut? Oh, ist das ein Stahltor? Steht das irgendwo? Steht halt nie. Aber ich glaube, das ist das Maximum-Tor. Aber der Ding, der General war nicht da, oder? Also, nein, das war kein General. Ihr müsst mir mal ein bisschen mehr erklären. Ich kenne das Spiel echt nicht mehr so gut. Es hat sich halt viel geändert zwischen 2012 und 2018. Und da war ich nicht immer so aktiv, schon ein bisschen, aber ja.
Fällt denn doch nicht so schnell. Kann ich ja nicht gut umwerfen. Ja, die Barbaren sind mir zu stark. Ich war ja immer Barbar und ich war irgendwie... Ja, ich fand ihn gar nicht so OP damals. Ab Champions of Regnum wurde, glaube ich, OP. Ich weiß es nicht genau mehr. Aber ich fand mich nie OP, obwohl ich auch gutes Equip hatte für Level 50. Da kam ja mit 2009 oder so, 2011 kam dann Level 60 oder 2010. Irgendwie so, es kam Level 60 und dann war ich nicht mehr dabei. Ich fand das, ich habe das so 4-5 Mal gespielt und ich fand das so doof, dass alle schon Level 60 waren und halt so lange ging. Mittlerweile geht es, glaube ich, immer noch so lange oder es gibt einfach Quests, wo es ein bisschen kürzer dann wird. Aber stellt euch das mal vor, man muss unbedingt Level, also 50% Boosts kaufen, damit es unbedingt machbar ist. Also sonst ist es kaum machbar. Und wie viel Geld habe ich jetzt ausgegeben für den Ritter, um Level 60 zu werden? Wahrscheinlich so auf 30 Euro. Und das ist halt schon ein bisschen dumm. Also das ist einfach Pay to Win. Dumm ist es eigentlich nicht. Das ist eher gescheit für die Entwickler. Aber macht doch so einen Mist nicht mit. Kritisiert mal die Entwickler mehr. Einfach kritisieren. Bei mir, ja, die schauen nicht mehr zu, die Leute, wenn ich viel kritisiere. Aber ich muss ja einfach mal die Tatsachen manchmal sagen. Ich tue ja das Spiel auch außerordentlich loben. Also das ist jetzt wieder so geil mit diesen drei, mit diesen zwei anderen. Ja, hier das Schloss einzunehmen. Vor allem, es regnet. Wieso regnet es hier drinnen? Hallo, kritisiert den Regen. Das ist nicht gut gemacht. Kritisiert diesen Regen. Ja. Also nochmals, wegen der GoPro und so Sachen. Ich werde Fußballtrainings zeigen. Ich werde euch vielleicht lernen, guter Fußballer zu sein. Ich werde es versuchen, in einem Club zu sein, Erfolg zu haben. Und dann mache ich noch bessere Livestreams und Let's Plays. Also es lohnt sich mir schon ein bisschen zu supporten. Ich habe jetzt echt viel Geld ausgegeben für euch. Ich könnte ein bisschen Geld verdienen. Mit von euch spenden. Müsst es nicht machen. Wenn ihr wollt, kann ich noch mehr Regnum bringen. Es ist sehr beliebt. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch etwas bieten, was ihr wünscht. Da habt ihr sicher Lust. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Spielt am besten mit, wenn es euch am besten gehen würde, könnte. Weil Champions of Regnum macht mehr Spaß, wenn natürlich Leute dabei sind, die auch im Livestream dabei sind zum Beispiel. Und ja, der Leon, der macht auch fleißig mit. Da könnt ihr es natürlich auch machen. Wenn ihr es nicht wollt, also so öffentlich sein wie ich, dann können wir uns auch zwischendurch treffen. Ich kann euch supporten, ihr könnt mich supporten. Ich kann euch sogar Geld schicken, aber ich darf es nicht auf öffentlich. Wenn ihr irgendwas mir gebt oder so, Ausrüstung oder so. Aber ich denke, ich darf es ja sowieso nicht. Ich darf ja nicht mal irgendwelche Musik hinten dran packen oder so. Es wird von YouTube immer nur gebannt, obwohl es vielleicht auch nicht copyrighted ist. Es wird einfach rausgeschnitten von YouTube. Ich kann es halt nicht machen. Und eben, ich darf es nicht machen. Also einfach, ja, mir anders irgendwie von mir irgendwas verlangen. Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn ich dann auch wirklich Leute habe und gutes Equip und so. Dürft ihr mir gerne auch in-game für Magnaniten abkaufen, okay? Also die Items geben und ich gebe euch Magnaniten. Aber es sollte so langsam halt schon besseres Equip her. Vor allem Amulette und Ringe brauche ich sehr. Da habe ich halt immer noch diese Sachen. Jo, Magieresistenz, Zauberspruch, Resistenz. Hier habe ich Epic, hier habe ich Selten, glaube ich. Und hier habe ich sogar noch nur Weiß. Wir gehen sicher mal ins A heute Abend und schauen mal, ob es irgendwas Besseres gibt. Level 60. Ja. Hey, hallo. Yay, yeah, ich habe ihn bekommen. Ich habe ihn sehr schwer gesehen. Das ist so dumm von diesen Syrten. Hey, lasst mich mal in Ruhe.
Es ist auch ein bisschen asynchron unter. Komm schon. Komm jetzt schon. Boah, endlich angesetzt. Ja, genau. Ich möchte kurz. Es ist alles auf den. Auf Cooldown. Ich möchte, geh mal weg. Ja, ich habe doch ihn ausgewählt. Hallo. Irgendwie, das Spiel ist bei mir verbuggt. Ich tue manchmal auf ihn klicken und dann heißt es plötzlich, ist es ein Verbündeter. Wo ist es im Verbündeter? Ich weiß es nicht. Ich stirb aber bald. Ja, ja. Du hast nicht genügend Mana. Na, hol dir doch Mana. Mana, Mana. Endlich mal, ey. Fresse zu und durch. Meine Güte, das geht immer so schlecht mit mehr, drei oder weniger. Das ist eine dumme Sache. Jetzt lade Mana hoch, du. Lade Mana auf. Akku leer. Akku leer. Fräse. Nicht immer. Komm doch auch kämpfen. Ich will unbedingt das Ding noch machen. Also manchmal sind die Spiele schon extreme Langweiler. Eieiei, sie kann doch auch angreifen. Sie ist Barbaren. Gestern Abend, hey, es war niemand online. Der Livestream war völlig langweilig. Tut mir leid. Aber wieso kann man für einen Livestream nicht einfach das Banner machen und dabei sein? Oder? Es ist doch nicht zu viel verlangt, wenn man. Ja. Wenn man ein bisschen mitmacht, oder? Bitte macht mit. Ich fühle mich so einsam hier. Ich bin ein ganz armer Livestreamer, der keine Kollegen hat. Und dann schreiben so, Drago Basel ist eine Legende. Wo? Wo ist das eine Legende? Ich fühle mich nicht so gut. Okay, das ist jetzt Rollenspiel, aber. Ja, ihr wisst es ja. Okay. Warte kurz, ich heile dich. Und der Clan, der ist halt immer nur am Abend da. Ja, der Clan ist so ein bisschen. Nein, die machen jetzt Alastor Invasion. Ja, die schaffen das nicht. Da gehe ich jetzt nicht hin. Solche Frechheit, ey. Die Leute tun sich nie besprechen. Taktik, Taktik. Tick-Tack. Nein, nein, keine Werbung machen. Taktik. Also. Ich denke, jo, ich werde jetzt hier offline gehen mit dem Livestream. Und werde dann. Jo, zurückkehren an den Bind. Aber die Illusion, die werde ich jetzt nicht mehr zeigen, sonst mache ich einfach wieder eine Aufnahme. Gut, Dankeschön fürs Zusehen und viel Spaß noch mit anderen Dingen. Ihr müsst immer Spaß haben, keine Depressionen zeigen, gell? Das ist eine Pflicht. Bei Drago bekommt ihr nie Depressionen, da bekommt ihr immer das Gegenteil. Genau, tschüss und viel Spaß noch. Auf Wiedersehen.